Weißt du, was heute für ein Tag ist, Juna? Heute ist dein Geburtstag. Elsa Geburtstag. Du hast heute Geburtstag. Elsa. Die Elsa hat heute Geburtstag? Nein, du. Ich ist heute morgen Geburtstag. Happy Mama. Birthday Mama to Mama. You. Ja, das ist deine. Das ist ein Fahrrad. Das ist deine. Alles deine. Mama. Happy Birthday Mama, to you. Und das ist jetzt ein Konfigur. Ja. Willst du schon mal ein Geschenk auspacken? Ja, ich will das hier anpacken. Na, geh mal auf den Stuhl. Zeig mir, was du auspacken willst. Wie alt bist du geworden, Juna? Drei. 3 Jahre? Ja. So, welches möchtest du zuerst auspacken? Das große? Ja. Okay. An die, wie ist diese? Oh, eine Puppe. Er hat schon 2 Augen und 4 Augen und so ein Lassen und ein Puppe. Ich soll ihn auch ein Hobby rausnehmen. Du hast auch ein Hobby? Ich auch ein Eis. Mit Hobby meinst du übrigens Nuckel. Ich kann spielen, Mama. Ja, kannst du spielen. Das ist deine Hobby, ne? Mama, guck mal, das hier kann raufen, weil das hier abschneiden. Ja, warte, Mama macht das. Das ist ein Baby. Ach du meine Güte! Er will an den. Oh, ich finde die so cool. Elsa und Sandy. Oh, Himmel. Na, der hat alles Gute zum Geburtstag. So, jetzt melde ich mich auch endlich mal zu Wort. Also, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Juna hat heute Geburtstag, sie wird 3 Jahre alt. Das ist unfassbar, wie die Zeit gerast ist und was für einen unglaublichen Charakter sie entwickelt hat. Sie ist ein unglaublich herzlicher Mensch. Ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Sie ist einfach perfekt. Sie ist perfekt. Sie ist ein perfektes Kind. Sie war schon als Baby total lieb und artig und es ist heute immer noch. Da kommen ja schon fast die Tränen. Wir bereiten jetzt den Frühstück vor, weil viele Gäste können am Nachmittag nicht kommen. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir brunchen und Nachmittag kommen dann die ganzen Gäste. Also gibt es heute Brötchen und natürlich ganz viel Belag. Und jetzt bereiten wir erstmal alles dafür vor. Ist ein bisschen stressig, weil der ganze Tag somit irgendwie geplant ist, durchstrukturiert ist, aber kriegen wir schon hin. Tschakka! Fertig mit Brunchen. Jetzt mache ich erstmal die Cupcakes fertig. Es gibt heute Zitronen-Cupcakes in rosa. Perfekt zur Pepperwurst-Prinzessin-Wahl. Ist auch nur so ein Fertigkuchen, ja? Ich habe kein Rezept für euch. Das ist wirklich nur ein Fertigkuchen. Weil zu faul und so. Keine Zeit. Wir haben beide gleichzeitig gesagt. Verhext! Nein, was ich vorhin aber sagen wollte, Juna ist vom Charakter echt ganz anders als Miley. Also Miley ist so die Verrückte, die alles ausprobiert und keine Angst vor irgendwas hat. Und wenn die irgendwas, wie schwimmen zum Beispiel, dann zieht die das komplett durch und möchte das an einem Tag schon lernen. Und Juna ist so, sie hat halt eben einfach vor allem nicht Angst, sondern eher Respekt. Und wenn sie was Neues hat, auch wenn es um Essen geht, zum Beispiel irgendwas Neues probieren, dann probiert sie es erstmal nicht. Willst du was trinken? Ja. Ich verpixel dein Gesicht, keine Sorge. Deswegen stehe ich in der Küche, damit nicht so viele Leute. Jetzt kommt meine Mama. Ja. Es ist ja das erste Mal, dass ich jetzt wirklich, wenn ich es schaffe, das erste Mal, dass ich es durchziehe, ein Video zu drehen an einem Geburtstag, weil immer so viel Stress ist, immer so viel zu tun ist, dass ich es sonst eigentlich immer nie schaffe. Ich glaube, ich habe jetzt vergessen, was ich sagen wollte. Juna ist halt einfach anders vom Charakter. So. Sie ist auch unglaublich herzlich. So, zum Beispiel waren wir im Tropical Island und da gab es dieses Spiel, wo die Köpfe rauskommen und dann musst du mit dem Hammer auf die Köpfe schlagen, damit die wieder reingehen. Und sie wollte partout nicht auf diese Köpfe hauen, weil das total leid tat. Also da sieht man halt den Unterschied. Und Miley hat darauf geklopft wie blöde. Also es gibt da extrem Unterschied bei unseren Kindern. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, falls ihr 2 Kinder habt, ob das bei euch auch extreme Unterschiede sind oder ob eure Kinder einfach komplett irgendwie beide gleich sind vom Charakter oder so fast gleich. Und Juna ist auch so unglaublich herzlich. Sie ist so ein richtig herzlicher Mensch. Sie ist so... Ich weiß nicht, wie viel Liebe in so einem kleinen Kind stecken kann, aber...
jeden Fall unglaublich viel. Anne, das machst du aber gut. Ja, ich gebe mir voll. Das ist übrigens hier mein Bruder. Der ja! Guck mal, das. Merkt man, oder? Dass mein Bruder ist? Merkt man nicht, dass das mein Bruder ist? Schreibt mal in die Kommentare. Okay, aber die sehen lecker aus. Oh Mann. Okay. Das rausschneiden. Ich muss jetzt rausschneiden. Ja, jetzt geht's langsam los. Der Geburtstag nimmt langsam Form an. Jetzt haben wir mittlerweile 13.23 Uhr. 14 Uhr kommen die Gäste. Und Anne steht immer noch in der Küche. Und macht jetzt hier diese kleinen Geschenke-Packungen. Ach nee, du machst Kekse. Was machst du? Für den Tisch noch. Ach, für den Tisch so zum Naschen? Mhm. Ich dachte, du machst jetzt so eine Mitbringsel, die Kinder dann mitnehmen können. Nee, hab ich diesmal nicht dafür, sind die Kinder noch so klein, die können ja noch nicht spielen. Okay. In Spanien haben wir Pepperwurz-Kekse geholt. Na die. Die schmecken voll lecker. Und hier hat Anne schon Armbrot vorbereitet. Toll, was ist das denn? Warten. Das ist so ein... Mehr ist da nicht drin? Das ist alles, was in dieser Riesenpackung drin ist? Wir haben sie ja noch... Na siehste, guck mal. Das sieht jetzt immer noch nicht mehr aus. Dafür, dass zwei Packungen so eine riesen Smarties drin sind. Okay, vielleicht haben wir noch eine. Ich wette, da wurde die Grammzahl bestimmt schon verändert im Laufe der Jahre. Tatsächlich, guck mal. Krass. Wo holst du die alle her? Weiß ich auch noch nicht. Aber die mehr haben wir nicht. Ist der Schrank jetzt mal leerer? Nee, nicht wirklich. Schon Wahnsinn, was wir alle haben. Und zu einer so ein Riesenei. Boah. So, wir sind jetzt eigentlich so fast durch, würde ich sagen. Jetzt warten wir eigentlich nur noch auf die Torte und auf die Gäste. Und dann geht es los, wird schon so fleißig dekoriert. Alles im Prinzessinnen-Look mit Pepperwurz. Habe ich das Bild doch gar nicht gezeigt, oder? Die meine doch ein Leinwandbild bekommen mit einer eigenen Monster-High-Figur. Und Juna hat eine Pepperwurz-Figur bekommen mit dem Namen Juna drauf. Wir gucken mal, was da drin ist. Wir haben euch ein bisschen Schminke mitgebracht. Hast du Lust auf Schminke und auf Nagellack? Ja, okay, dann machen wir das mal. Dann lass uns dein Gesicht mal schneiden. Ne? Richtig toll aus. Schön, sieht so aus. Wie eine Eiskönigin. Ende. Wir hatten richtig, richtig viel Spaß. Und lieben Dank nochmal an die Agentur für die Prinzessinnen. Prinzessinnenagentur, Prinzessinnen für dich. Ich habe euch unten mal in die Infobox geschrieben, wie sie heißt. Ja?
Ja, die Elsa war heute da. Und jetzt fahren wir in die Kita und machen einen kleinen Laternenumzug. Und zwar ist nämlich heute auch zufälligerweise Martins Umzug in der Kita. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Da oben funkeln die Sterne. Was ist los, Miley? Ist kalt. Hast du dir keine Jacke drunter gezogen? Hab ich dir extra gesagt. Ach, Schnecke, bestimmt nicht, wa? Warte, meine die Beine. Aber nicht, dann bleibt hängen meine Haare. Der Party um 0 Uhr. Dieses Chaos wurde hinterlassen und wir haben jetzt inzwischen schon 3 Flaschen Wein getrunken. So, meine Lieben, für mich ist es auch Feierabend. Wir haben jetzt, glaube ich, 4, 5 Flaschen Wein gekillt. Ich hoffe, man sieht es mir nicht an und ich kann auch klar und deutlich reden. Mir ist es auch unglaublich unangenehm, aber ich habe es aber einfach nach diesem Tag gebraucht. Also ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder Nacht. Je nachdem, wann ihr das Video seht. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Und bis dahin, ganz liebe Grüße an alle und vielen lieben Dank für eure Unterstützung.